Hallo, meine Lieben. Ja, der Jaden und ich wollten euch heute mal ein kleines Aufklärungsvideo geben, denn ich habe gerade ein Video hochgeladen und das erste Kommentar, was ich gelesen habe, war, dass ihr euch unbedingt ein Aufklärungsvideo wünscht. Gut, so lieb war es nicht ausgedrückt, aber ja, ich habe es mal vereinfacht und ja, da ist der kleine Jaden, kleine Schmusebär. Und, oh, er guckt so niedlich. Ja, heute geht es um das Thema, wo bleibt Lennox? Ja, Lennox wird auf jeden Fall die nächsten Tage hier wieder eintreffen. Ich glaube, wenn das Video online ist, ist auch schon wieder bei mir. Ja, einfach weil ich ihn extrem vermisse und ich glaube, ihr ihn auch wieder braucht ein bisschen und auch vermisst natürlich. Und deswegen wird er auf jeden Fall die nächsten Tage kommen. Ich muss nur sehen, wann ich ihn abholen kann, weil meine Schwester wohnt nicht gerade um die Ecke. Und ja, wo wir auch schon bei dem Thema meiner Schwester sind, ihr wisst ja, Lennox ist jetzt im Urlaub bei meiner Schwester gewesen, einfach weil ich ihn ja nicht mehr so gern gehabt habe und deswegen verkaufen wollte. Aber jetzt merke ich einfach wieder, wie sehr er mir fehlt. Und das, genau das wollte ich erreichen. Ich wollte nicht irgendwie Ruhe hier. Ich wollte nicht irgendwie nur noch zwei Babys haben. Nein, ich wollte einfach nur ihn wieder lernen zu vermissen. Und ja, der Jaden freut sich. Die Mel freut sich auch. Und ja, also Lennox wird auf jeden Fall wiederkommen. Und es tut mir auch leid, dass ich dazu kein Video gemacht habe, aber ich wollte es einfach total klein halten. Und ihr habt ja auch alle mitbekommen, ja, dass ich ihn bei eBay Kleinanzeigen reingestellt habe. Ja, das stimmt. Und ich habe ihn aber 2 Tage später wieder rausgenommen, einfach weil es mir so wehgetan hat, allgemein ihn reinzusetzen bei eBay Kleinanzeigen. Ich habe, es tat mir schon extrem weh und ja, dann kamen so direkt die ersten Anfragen und ich habe immer gesagt, nein, ich weiß nicht. Ich überlege mir das nochmal und ja, dann habe ich ihn einen Tag später rausgenommen bei eBay Kleinanzeigen, auch weil es ganz, ganz viele Fake-Accounts dann gab, wo Lennox für die Hälfte angeboten wurde mit meinen Fotos. Finde ich total krass. Ja, aber gut, Lennox wird auf jeden Fall bei uns bleiben und er wird bald wiederkommen. Und dann sind wir wieder eine richtig kleine Familie hier. Großfamilie dann schon. Und ja, das wollte ich euch einfach nur gesagt haben. Ich hoffe, ich habe alle Fragen jetzt gelöst. Ja, ich wollte es nur kurz angesprochen haben, weil es halt doch schon wichtig war für euch. Kann ich auch verstehen. Ich meine, ich sage euch jedes Mal, er wird wiederkommen, er wird wiederkommen. Ja, wann wird er wiederkommen? Ist halt schon ziemlich doof, ja. Und ja, deswegen wird er auf jeden Fall, wahrscheinlich wird er da sein, wenn das Video schon online ist. Ich versuche das direkt zu schneiden und eigentlich direkt heute hochzuladen. Ja, muss ich mal schauen. Auf jeden Fall, wird wiederkommen. Die nächsten Tage, spätestens nächste Woche. Und ja, ich freue mich auch schon, wieder mit ihm rausgehen zu können. Ja, ich vermisse es schon ein bisschen den Großen hier zu haben, weil die Kleinen sind jetzt so klein und ich immer, wenn ich an den Kleiderschrank gehe, sehe ich die Klamotten von Lennox. Dann finde ich es schon ziemlich schade, die Sachen dann nicht anziehen zu können, weil die Kleinen halt nicht reinpassen, nur der Große. Und ja, deswegen freuen wir uns auf jeden Fall, wenn er wieder da ist. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, ich habe alles geklärt. Wenn nicht, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Dann versuche ich alles zu beantworten, was noch an Fragen da ist. Und ja, dann würden wir sagen, bis zum nächsten Mal, oder Jane? Bis zum nächsten Mal.